Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Lassen Sie, wie Sie Daten von einem zerstörten Rockstar NAS RAID Array wiederherstellen können. Wenn man das Rockstar NAS Betriebssystem installiert, RAID erstellt und den Speicher konfiguriert. Rockstar NAS ist ein NAS-Betriebssystem, das dem Benutzer eine einfache und leicht zu bedienende Schnittstelle für die Speicherung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Daten in einem Netzwerk bietet. Rockstar basiert auf Linux und ist für die Installation auf Speicher-Hardware wie Server mit Festplatten oder NAS konzipiert. Zu den wichtigsten Funktionen von Rockstar NAS gehören Unterstützung für verschiedene RAID-Levels zur Gewährleistung von Datenspeicher und Fehlertoleranz, Möglichkeit zur Erstellung von Netzwerkdateisystemen wie NFS und SME-Ziffer zur gemeinsamen Nutzung von Daten über das Netzwerk, einfache und intuitive Webschnittstelle für die Systemverwaltung und Konfiguration, flexible Skalierbarkeit des Systems durch Hinzufügen neuer Disk und Erweiterung des Speichers, VTRS-Dateisystem-Funktionssatz. Rockstar bietet eine Fülle von Speicher- und Sicherheitsfunktionen, die es so eine ausgezeichnete Wahl für den Heimgebrauch oder für kleine bis mittlere Unternehmen machen. Es bietet eine einfache und bequeme Möglichkeit, Daten zu verwalten und macht die Speicherung und gemeinsame Nutzung von Informationen bequemer und effizienter. RAID Arrays sind ein effektiver Weg, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Datenspeicherung auf NAS durch Rockstar NAS zu gewährleisten. Manchmal kommt es jedoch zu Situationen, in denen Daten aufgrund eines RAID-Array-Ausfalls oder einfach eines NAS-Ausfalls umgänglich werden. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem solchen Problem umgehen und den Zugriff auf Ihre Daten wiederherstellen können. Um sich mit dem Rockstar NAS-Betriebssystem vertraut zu machen, werfen wir einen Blick auf seine Installation. Die Installation von Rockstar ist ein relativ einfacher Prozess. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Ihr Server die Systemanforderungen erfüllt. Laden Sie die neueste Version von Rockstar von der offiziellen Website herunter. Sie müssen ein ISO-Image herunterladen, um es auf einen USB-Stick zu brennen. Erstellen Sie einen bootfähigen USB-Stick mit den Software Rufus oder Endher. Schließen Sie dann den USB-Stick an den Computer an, auf den Sie Rockstar installieren möchten, und starten Sie ihn. Um von einem USB-Stick zu starten, müssen Sie die Boot-Priorität im BIOS erstellen oder auf die Schaltfläche zur Auswahl von Boot-Geräten klicken. Daraufhin wird das Group-Fenster angezeigt. Wählen Sie hier Rockstar NAS, dann erscheint der Installationsbildschirm mit einer Warnung, dass die Daten auf dem Datenträger gelöscht werden. Um fortzufahren, klicken Sie Ja. Im Willkommen-Bildschirm klicken Sie auf Start, geben Sie die Region an, wählen Sie das Tastatur LOID, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, wählen Sie dann die Zeitzone und legen Sie das Root-Benutzer-Passwort fest, geben Sie zur Bestätigung erneut OK ein. Nach der Installation ist Rockstar einsatzbereit. Um auf das Webinterface zuzugreifen, müssen Sie die IP-Adresse des NAS ermitteln. Geben Sie den Root-Login und das Passwort ein und führen Sie den Befehl MIIP aus. Öffnen Sie dann einen Browser auf einem der PCs, die mit dem gemeinsamen Netzwerk verbunden sind, und geben Sie die IP-Adresse des NAS-Geräts ein. Beim ersten Start müssen Sie den Domainnamen, das Login und das Passwort des neuen Benutzers angeben. Alle Einstellungen stehen Ihnen nun zur Verfügung. Als nächstes können Sie Speicherplatz erstellen, einen gemeinsamen Ordner hinzufügen und den Netzwerkzugang konfigurieren. Sehen wir uns also zunächst an, wie man auf diesem Gerät ein RAID erstellt und einen Netzwerkordner hinzufügt. In diesem Beispiel zeige ich Ihnen, wie Sie drei Laufwerke in ein RAID 5 Array einbinden. Öffnen Sie den Abschnitt Speicher-Pools. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Pool erstellen. Geben Sie ihm im Erstellungsfenster einen Namen und wählen Sie den RAID-Level.
Als nächstes wählen Sie, falls erforderlich, die Komprimierungsstufe und den Einhebepunkt. Ich werde Sie ungewertet lassen. Markieren Sie die Datenträger, aus denen der Array erstellt werden soll, und beginnen Sie anschließend auf Senden, damit wird ein neuer Pool erstellt. Nun können Sie einen Netzwerkordner hinzufügen. Klicken Sie im Abschnitt Shares auf die Schaltfläche Create Share. Legen Sie den Namen und andere Parameter fest. Falls Sie nicht in der Lage sind, das Betriebssystem von Rockstar NAS zu starten, können Sie es neu installieren und dann die vorherige Konfiguration hochladen. Diese Methode stellt die Konfiguration wieder her, wenn das System auf einem separaten Laufwerk installiert wurde, das nicht an der Erstellung des Arrays beteiligt war. Für die Wiederherstellung benötigen Sie das gleiche bootfähige Flash-Laufwerk. Wählen Sie bei Booten die letzte Option, File Save, Rockstar installieren. Diese Installation unterscheidet sich nicht von der vorherigen. Wichtig ist nur, dass Sie den Datenträger, aus dem das vorherige Betriebssystem installiert war, nicht verwechseln, da sonst die RAID-Konfiguration verloren gehen kann. Nachdem Sie das System installiert und gebootet haben, öffnen Sie im Web-Interface-Fenster den Bereich Storage Disk. Klicken Sie hier in der Nähe der Datenträger, aus denen das RAID erstellt wurde, auf die Schaltfläche Importieren. Zum Importieren von Daten klicken. Auf diese Weise importiert das System automatisch die alte Konfiguration, die auf dem Disk verblieben ist, anschließend Pulse und Snapshots. Nach dem Importieren gab es keinen Ordner mit Dateien. Höchstwahrscheinlich können Sie sie auf diese Weise nicht wiederherstellen. Wenn Sie einen aktuellen Snapshot haben, können Sie versuchen, die Daten daraus wiederherzustellen. Für den Fall, dass Sie versehentlich Dateien gelöscht haben oder Ihr Rockstar NAS-Gerät eine Fehlfunktion ausweist und die vorherige Methode Ihnen nie geholfen hat, verlorene Dateien wiederherzustellen, wird Ihnen eine spezialisierte RAID-Daten-Wiederherstellungssoftware Hetman RAID Recovery helfen. Das Programm ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung gelöschter oder beschädigter Daten sowie die Wiederherstellung des Zugriffs auf Daten aus zerstörten RAID-Arrays. Es unterstützt die meisten Dateisysteme und RAID-Typen. Es hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten im Falle eines Fehlers nach versehentlichen Löschen, Formatieren, fehlerhafter Konfigurationen oder NAS-Firmware. Wenn Sie aufgrund eines Hardware-Fehlers, eines Controller-Fehlers oder eines anderen Hardware-Fehlers den Zugriff auf die auf dem NAS gespeicherten Daten verlieren, sind die Daten auf dem Datenträger noch intakt und können mit Datenwiederherstellungssoftware verarbeitet werden. Um Daten wiederherzustellen, nehmen Sie die Datenträger aus dem NAS und schließen Sie sie direkt an die Hauptroutine eines Windows-Computers an. Im Rockstar NAS ist das RAID auf dem Betriebssystem aufgebaut. Die Software betrachtet die Festplatten als separate Laufwerke. Wenn Sie eines der Laufwerke analysieren können, Sie Ihre Dateien sehen. Bei der Erstellung von RAID 5 auf das Betriebssystem im Rockstar NAS verwendet das System die MaxRAID-Technologie, mit der Sie verschiedene RAID-Level für maximale Effizienz und Flexibilität kombinieren können. Daher kann die Software keinen bestimmten Array-Level identifizieren. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Laufwerke und wählen Sie Öffnen. Dann müssen Sie die Art der Analyse angeben, Schnellsuche oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, zunächst eine Schnellsuche durchzuführen, die weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn das Programm bei der Schnellsuche keine Dateien findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt und wählen Sie Neue analysieren, vollständige Analyse, Dateisystem angeben, Weiter. Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die wiederherzustellenden Dateien befinden, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie dann an, wo die Daten gespeichert werden sollen, Datenträger-Ordner, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Nach der Fertigstellung werden alle Dateien in angegebene Verzeichnis liegen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wiederherstellung von Daten von einem Rockstar NAS RAID Arrays ziemlich viel Zeit und Mühe kosten kann. Seien Sie darauf vorbereitet, dass der Wiederherstellungsprozess kompliziert und zeitaufwendig sein kann. In einigen Fällen, wenn das Array stark beschädigt ist, ist eine Datenwiederherstellung möglicherweise nicht möglich. Mit den richtigen Versorgungen und etwas Geduld können Sie verlorene Dateien jedoch erfolgreich wiederherstellen. Denken Sie bei der Datenwiederherstellung daran, dass die Originaldatenträger aufbewahrt werden müssen, um das Risiko einer weiteren Datenbeschädigung zu minimieren. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.